Der alte und neue Präsident. Razzien, Verhaftungen, alles das kann ihm nichts anhaben. Was auch passiert, Blatter sieht sich nicht als das Problem, sondern als die Lösung desselben. Wir brauchen Verantwortliche für dieses Unwetter. Es war kein Tornado, mehr ein kleiner Sturm. Ich übernehme die Verantwortung, aber möchte sie mit dem Komitee teilen. Die FIFA-Führung muss Verantwortung tragen, nicht nur der Präsident. Machtinstinkt, Cleverness, geschickt nimmt der andere mit in die Pflicht. Er bleibt dabei, Schuld sei ein Einzeltäter. Nochmal betonte der Präsident, dass er Untersuchungen gegen Korruption und Betrug begrüße, kritisierte aber das Vorgehen des FBI. Wenn jemand Untersuchungen anstellt, dann hat er gutes Recht, diese anzustellen. Wenn es nach Völkerrecht getan wird, habe ich keine Sorgen, insbesondere nicht zu meiner Person. Doch Blatter sollte sich nicht allzu sicher sein. Laut US-Steuerfahndung ist mit weiteren Anklagen in der Korruptionsaffäre zu rechnen. Blatters ehemaliger Vize und Vertrauter Jack Warner, bereits wegen Korruption angeklagt, hat angedroht, auszupacken. So schwarz wie Blatter auch gemalt worden ist, er bleibt der Präsident für die nächsten 4 Jahre. Blatter bleibt widerstandslos. Was willst du zu den nächsten 4 Jahren sagen? Er ist ein Gauner, er ist ein Dieb. Die Stimme des Volkes aber hat in Zürich gesprochen. Und was immer du darüber denkst, er ist nach wie vor da. Auch weil die UEFA mit ihren Drohungen nicht ernst gemacht hat. Längst hat der Präsident die Europäer als seine schärfsten Gegner ausgemacht. Ich vergebe jedem, aber ich vergesse nicht, sagte der FIFA-Boss im Schweizer Fernsehen. Er zielt damit auf Michel Platini. Der hatte Blatter vor der Wahl öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Wolfgang Niersbach, neues Mitglied der FIFA-Exekutive, erwartet aber keinen Bruch zwischen den Verbänden. Fest steht, und das muss man auch so anerkennen, dass die UEFA mehrheitlich den Führungswechsel an der Spitze der FIFA wollte, dafür eingetreten ist und auch dafür votiert hat. Aber letztlich ist es ein demokratischer Prozess, den man respektieren muss. Und es gibt jetzt also kein Ende der Beziehungen oder kein Abbruch der Kooperation. Für Franz Beckenbauer, Mitglied der FIFA-Exekutive von 2007 bis 2011, muss sich dringend innerhalb der FIFA etwas ändern. Es ist nicht die Frage einer Person. Ja, es wird alles aufgehängt an Sepp Blatter. Wenn irgendwas passiert dann, im Fußball, dann ist Sepp Blatter derjenige, der da die Verantwortung zu ziehen hat. Aber es ist nicht der einzelne Person, sondern es ist das System.